Armvideos gibt es wie Sand am Meer hier auf YouTube. Aber das mit Carsten Pfützenreuther, dieses Video wird euch auf jeden Fall nochmal einige richtig gute Infos liefern. Wichtig ist natürlich für alle Neuen, ihr müsst euch immer das beste Licht im Studio suchen. Das ist wichtig. Ne? Jeder hat so einen Lieblingsplatz. So, und zwar geht das Spiel dann folgendes. Das nannte sich damals 10 Speed in dem Artikel. Der war von 1987, da war Barry DeMay abgebildet, ganz toller Athlet, könnt ihr mal googeln. Und da hat sich, das sieht folgendermaßen aus. Du machst erst eine schöne normale Wiederholung, Bizeps Curl. Kann man natürlich auch mit vielen anderen Übungen machen. Dann macht man so eine super Slow-Geschichte, sprich 4 Sekunden rauf, 4 Sekunden runter. Dann machst du eine Viertelwiederholung. Dann machst du eine halbe Wiederholung. Und dann machst du eine Dreiviertelwiederholung. Dann ist Stopp. Dann machen wir wieder so eine langsame. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir das Spiel von andersrum, also nur ein Viertel absenken. Halb absenken. Ganz absenken. Erinnert ein bisschen an diese 21er, die man schon bei Ronnie Coleman im Video gesehen hat. Ja. Auch hier haben wir die Sache. Im Grunde macht man sein Leben lang immer dieselben Übungen. Man verliebt sich in Kniebeugkreuze, in Klipsi, oder halt eben Langhantelkörper-Lernen. Ja? Und man muss halt jetzt nicht immer unbedingt mal eine Übung wechseln, man wechselt halt Techniken. Ja, Geschwindigkeit, Wiederholungszahl, Stopps oder nicht. Also eine Geschichte, ne? Die kann man dann machen. Das heißt, man variiert das Training, obwohl man im Grunde dasselbe macht. Nur noch habe ich jetzt wieder Bizeps-Curl gemacht, ja? Aber ich habe halt andere Bewegungsgeschwindigkeit, Stopps, Teilwiederholung. Muss mir wahrscheinlich nochmal sagen, was jetzt nach was kommt. Hab da natürlich nicht ganz aufgepasst. Machst erst eine reguläre Wiederholung, eine schöne. Die wird dir sehr leicht fahren. Voll in die Kontraktion, voll in die Dehnung. Jetzt machst du 4 Sekunden rauf. 1001, 1002, 1003, 1004. Richtig fett kontrahieren. Dann wieder 1001, 1002, 1003, 1004 runter. Jetzt machst du eine Viertel. Dann eine halbe. Und dann eine Dreiviertel. Dreiviertel, genau. So, dann machst du wieder, fängst wieder von unten an, machst wieder eine langsame. 4 Sekunden rauf, 1, 2, 3, 4. 4 Sekunden runter, 1, 2, 3, 4. Dann gehst du hoch und dann gehst du nur ein Viertel zurück, dann halb zurück, dann Dreiviertel zurück. Und dann ist der Satz schon Feierabend. Merkst du? Ja, stell dir das mit deinem regulären Trainingsgewicht vor, dann wird es eine Intensität steigen. Ich mache das gerne mal auf meins. Teil wieder ja. Und es ist geil. Der 21er sind ja sehr bekannt. Der Ronnie Coleman hat mit Vicky Gates in seinem ersten Trainingsvideo 98 mal vorgemacht. Ja, das Gewicht ist zu leicht. War auch schon geiles Ohr. Das war das. Gerade von oben die Viertelwiederholung, halbe Wiederholung und so weiter runter. Geiles Gefühl, müsst ihr einfach nachmachen. Ihr merkt gleich, wie der Muskel sich auf eine Länge einstellt. Coole Sache. Und wie gesagt, kann man sehr schön bei halt Isolationsübungen machen, also Eingelenksübungen, da empfehlen sich solche Sachen. Ja, gerade bei Bizeps, Trizeps, Armübungen macht sowas immer unheimlich Spaß. Kurz Licht, warte, ist wichtig, die Kamera läuft. Ja, also das normale Schöne, dann eine langsame. Kann man natürlich auch wesentlich langsamer machen als 4 rauf, 4 runter. Geht dann ums Prinzip, dass der Muskel mal was anderes macht. Genommen ist es ja, man ist jetzt selber, dass man selber was anderes macht. Aber das ist einfach Spaß macht. Und auf sowas freut man sich dann auch wieder beim nächsten Mal. Dann wieder eine langsame. 4, 1, 2, 3, 4. Und dann das Spiel andersrum, sprich Viertel runter, hoch, halb runter, hoch, drei Viertel runter, hoch, feier. 10 Speed von Dan Lurie. Genau. Versuche ich die Oberarme ein bisschen nach vorne zu bringen. Der Bizeps zieht auch gleichzeitig den Oberarmknochen nach vorne. Vince Gironda, der hat auch zigtausend von Artikeln gebracht über tolle Techniken, die man machen kann. Gibt es aber auch eine Serie bei YouTube mittlerweile. Der gute Mann ist ja leider schon tot. Aber die Zunahme viele schöne Clips. Vince Gironda ist ja die meisten Begriff. Gironda Dips. Genau, Gironda Dips. Okay, jetzt sind wir ein bisschen schwieriger. Auch hier wieder eine schöne Wiederholung. Zzt. Wieder runter. Dann langsam. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, dann ein Viertel, dann eine halbe, dann drei Viertel. Das ist schon schwer. Okay. Und dann wieder eine langsame. Gerade die langsamen, wenn man die nicht gewohnt ist, das macht richtig schön Spaß. Dann hoch. Jetzt wird es von selbst langsam. Viertel runter, hoch. Halb runter, hoch. Drei Viertel runter. Und geht nicht mehr. Siehst du? Ja. Schon eine Sache. Alle. So schnell geht das. Dann sollte man aber eben auch erst gar nicht versuchen zu schwingen. Wenn man eben schon mit schweren Gewichten trainiert, dann sollte man, wie gesagt, ehrlich zu sich selber sein. Schön die Ellbogen am Körper pressen. Der Simon ist so ein Armmonster, ne? Schöner Arm, echt. Sehr gut. Toller Arm. Sei froh, dass er Arm hat. Macht Spaß. Ne? Lieber Arm dran. Immer Arm. Lieber Arm dran als Arm ab. Ne? Ich glaube nicht. Ja, und hier haben wir jetzt halt das Leichte am Anfang gehabt. Und jetzt machen wir die schweren Pit Force Curls. Also mit einer wirklichen Pause. Hier auf der Schrägbank. Da bietet sich das an. Kurzhanteln Curls sind ja bekannt auf der Schrägbank. Der Vorteil bei Kurzhanteln-Schrägbank-Curls generell ist einfach der, wir haben ja zwei, kann man das sehen, zwei Bizepsköpfe. Aufgrund meines verhungerten Daseins kann man das so ein bisschen sehen, ja. Der Bizeps ist also so geteilt, sprich man hat hier einen Kopf, einen Muskelkopf und den, man sagt auch hier ist der innere, hier der äußere oder der lange oder der kurze. Der kurze Muskelkopf, also der innere wird mehr bei Bewegung vorm Körper trainiert, wenn die Oberarme also vorm Körper sind. Während hingegen der lange Muskelkopf, der also der größere, der stärkere Kraft auch empfangen kann, weil er alle seine Hebel über die Schulter hat, sprich die lange Bizepssehne geht hier oben drüber, bei Bewegung hinter dem Körper. Das wissen viele nicht. Ja, aber der Debatte um Deformung. Du hast letztes Mal was gesagt, gerade diejenigen, die mit der Schulterprobleme haben, wo die Bizepssehne mal hier schön rüber läuft. Da haben wir die Sache, viele curlen immer sehr eng. Ne? Scott Curl, Kabel Curl, das muss natürlich nicht davon kommen. Aber wer Probleme mit der Schulter hat, vergisst oftmals, das ist dann nicht die Schulter, sondern die lange Bizepssehne läuft hier zwischen diesen Schulterknochen her. Das kann man sich mal angucken, auch so Anatomiebilder. Und wenn das immer dann in dieser Version ist, wird das oftmals gereizt oder auch bei diversen Brust- und Bankdrückvarianten wird die lange Bizepssehne gereizt. Das heißt, die Leute denken, sie hätten Schulterprobleme und in echt ist die lange Bizepssehne zu nennen. Sportphysiotherapeut oder ein Sportarzt, der drückt dir genau an einen ganz bestimmten Punkt und dann sagt ja, hey, das ist nicht die Schulter, sondern die Bizepssehne ist gereizt. Wenn man jetzt Bizepsübungen hinterm Körper macht oder generell etwas weiter fasst, dann umgeht man das, dann ist das eine natürlichere Position. Die Sehne rubbelt also nicht jedes Mal über diese Geschichte hier. Ja, der Tipp ist Gold wert für die Leute, die damit Probleme haben. Ja, viele haben so Bankdrücken oder zweimal gesagt oder so. Und in England kommt es von ganz vielen Leuten, von was ganz anderem. Ne? Ja. Und wie gesagt, ein guter Sportler drückt auf eine ganz bestimmte Stelle, dann weiß er, ob es die Schulter ist oder halt eben die Bizepssehne. Ja, man hat die Oberarme jetzt schon hinter dem Körper, man hat die perfekte Ausgangsstellung. Der Oberarm also nicht komplett senkrecht, sondern hier auch wieder in dieser leicht vorgedehnten Geschichte. Man kommt dann hier so hoch bis hier hin, ja, bringt praktisch auch den Oberarm noch ein bisschen nach vorne, aber nicht zu sehr. Wird der Arm schon allein durch diese Position dazu gezwungen, dass man dahinter bleibt. Dann kann man schön ausgestellt hier Bizeps Curls machen, zack, unten hat man die Pause, ja. Also wer gerne schwer curlt, das ist die absolute Top-Übung. Also eine meiner absoluten Lieblingsübungen für den Bizeps. Und man kann natürlich hier an auch schauen, ob man eher halt die Variante macht, die ich jetzt mache. Sprich, man bringt praktisch die Handel hier in diesen Bogen. Ja, so nach außen geführten Bogen. Oder aber eher wieder ein bisschen nach vorne, gerade an den Oberschenkeln vorbei. Beides ist okay. Sollte man auch mal selber ein bisschen gucken, wie spüre ich den Muskel besser. Gerade beim Bizeps ist jedoch illusorisch, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, wenn Übungen vor dem Körper sind, gerade der sogenannte oder sehr berühmte Konzentrationscurl, da
Dann haben wir wieder die Faszination, der Bizeps besteht ja nicht nur aus langen und kurzen Bizepskopf, sondern auch aus dem sogenannten Brachialis. Der hat einen stärkeren Hebel, das heißt viele sagen immer, spür mal einen Bizeps, aber in echt ist nur der Brachialis. Der Bizeps ist hauptsächlich für dieses Stück hier verantwortlich. Ja, hier kommt er zum Tragen, dieser kurzen Beugung. Während der Rest der Bewegung sehr, sehr unter Mithilfezunahme des Brachialis stattfindet. Ja, und das ist dann auch oft der Grund, wenn Leute eh nur halbe Bewegung machen, also mit sehr stark angewinkelten Oberarm schon anfangen und dann noch eine schlechte Stellung haben und dann noch einige andere Faktoren, dann wundern sie sich, dass der Bizeps nicht so wächst, wie sie sich das wünschen. Ne? Hier kann man dann auch sich nochmal die Sache mit dieser Supination und Pronation, also im Handgelenksdrehen, reinbringen, sprich der Bizeps dreht ja auch das Handgelenk. Hier kann ich das sehr forcieren, wenn ich mir vorstelle, der kleine Finger, guck mal hier, der kleine Finger versucht jetzt die Schulter zu treffen, zu berühren. Tut er natürlich nicht. Ja. Aber dass man wirklich richtig dreht. Ja. Auch das dient dazu, dass man ein besseres Verhältnis zum Bizeps erreichen kann. Ja. Während hingegen jetzt die andere, extremere Variante, sprich sogenannte Hammer Curls, die man ja kennt, wo es gar keine Handgelenksdrehung ist, da hat man diesen Effekt nicht. Da spürt man dann aber hingegen wieder den Bizeps schon am Anfang der Bewegung, weil der halt in dieser langen Vordehnung bleibt. Womit man dann auch noch spielen kann, es sind also wie gesagt so viele Varianten möglich, nur mit einer derselben Übung. Ja? Normale Konstantin Schrägmann Curls oder jetzt hier mit Stops, also Pitfalls-mäßig, dass man auch unterschiedlich fassen kann. Der Arnold hat es zum Beispiel so gemacht, dass er sich an der Seite die Hand nun schwerer gebastelt hatte. Hier war die schwerer, ne, kennst du ja diese Bausätze, die man kaufen kann für ein paar Euro im Sportgeschäft. Und dann war die Seite schwerer, das heißt, diese Drehgeschichte, also dass der Bizeps auch das Handgelenk dreht, das hat er damit stärker intensiviert. Ne? Aber wie gesagt, auch ein ganz gutes Gewicht. Während hingegen, wenn man jetzt Hammer Curls machen würde, so packt man genau andersrum. Nimmt man den kleinen Finger an dem Ende, ne, bei der drehenden Variante den Daumen hier dran. Und bei den Hammer Curls macht man genau andersrum, zumal man dann noch den Vorteil hat, dass man halt diesen sogenannten Brachioridalis hier, der geht hierher, so ein fettes Teil. Das ist auch sehr wichtig. Viele vergessen immer, zu einem schönen Arm gehört auch ein schöner Unterarm. Eine komplette Entwicklung der Arme sieht umso faszinierender aus, wenn man tolle Unterarme hat. Ne? So viel auch mal dazu, wenn viele bei jeder Übung immer Schlaufen nehmen, immer. Ja? Und dann haben sie so abgefressene Unterarme, sieht fürchterlich aus. Sieht man gerade auf sehr hohem Leistungsniveau, wo ja oftmals die Mentalität herrscht, Waden und Unterarme wachsen nicht, was Quatsch ist, ja? Was einfach nicht stimmt. Und dann haben sie einen 60er Oberarm, aber ein Unterarm, als hätten sie Unterarmkrebs, sieht fürchterlich unästhetisch aus. Ne?